Moin moin ihr Lieben, bevor es mit dem Video losgeht, erstmal ein kleiner Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Derzeit findet nämlich der Porsche eSports Carrera Cup Deutschland wieder statt. Das Ganze diesmal in iRacing mit GT3 Cup Fahrzeugen und einem Preispool von 25.000 Euro. Und ihr könnt mitmachen. Dazu müsst ihr lediglich dem Link in der Beschreibung folgen und euch bis Donnerstag qualifizieren für das aktuelle Rennwochenende am Nürburgring. Und ich denke, die meisten von euch dürfen die Strecke kennen, dementsprechend rechne ich euch da ganz gute Chancen zu. Die schnellsten 32 sind dann fürs Wochenende qualifiziert. Es gibt insgesamt 7 Rennwochenenden in dieser Saison. Und die 32, die in diesen 7 Rennwochenenden die meisten Punkte gesammelt haben, die qualifizieren sich dann fürs Finale. Dementsprechend viel Spaß bei der Qualifikation, sammelt fleißig Punkte und dann ab ins Finale und nun Abfahrt mit dem Video. Moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial-Video. Heute betrachten wir uns das manuelle Schalten in F1 2021 und warum das Ganze extrem wichtig ist und warum ich glaube, dass man das im Idealfall möglichst schnell lernen und umsetzen sollte und wie man sich das Ganze antrainiert. Schauen wir uns vielleicht mal an, warum das Schalten extrem wichtig sein kann. Denn Schalten hat nicht nur den Effekt, dass ihr dann in einen neuen Gang kommt und damit eine höhere Geschwindigkeit erreichen könnt, sondern mit dem Schalten kannst du sowohl beim Hoch- als auch beim Runterschalten ein bisschen was richtig oder ein bisschen was nicht richtig machen. Betrachten wir uns vielleicht erstmal das Hochschalten. Da hat man natürlich irgendwo einen Punkt, wo man optimal hochschalten kann, so dass man eben die perfekte Leistung des Fahrzeugs umsetzen kann. Heißt also, wenn du weißt, okay, bei diesem Fahrzeug sollte ich bei 11.800 Umdrehungen die Minute hochschalten, damit der Motor optimal seine Leistung entfalten kann, dann tust du das und manchmal übernimmt das Spiel eben nicht ganz so gut. In F1-Spielen ganz spezifisch gibt es die Möglichkeit, dass man Short-Shifting betreibt. Short-Shifting beschreibt den Vorgang, dass man schon hochschaltet, noch bevor man diesen optimalen Leistungspunkt beim Schalten erreicht. Und das hat oft den Zweck, und das hat oft den Effekt, dass man eine bessere Bodenhaftung beim Rausbeschleunigen aus einer Kurve haben möchte. Bedeutet also, wenn ihr zum Beispiel ein wenig vorzeitig schon hochschaltet, sagen wir direkt mal vom zweiten auf den dritten Gang, insbesondere aus langsamen Kurven heraus, dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr tendenziell mehr von eurer Leistung auf die Strecke bringen könnt. Das ist ein Effekt, der insbesondere im F1-Spiel sehr, sehr stark wirkt. Mit dem manuellen Schalten habt ihr natürlich auch direkten Einfluss darauf, in welchem Gang ihr durch eine Kurve durchfahrt. Und das bedeutet, dass ihr in dem Moment auch die Freiheit habt zu sagen, ja gut, ich möchte vielleicht ein wenig Sicherheit um eine Kurve drumherum haben, deswegen fahre ich vielleicht in einer bestimmten Kurve in einem etwas höheren Gang, also sagen wir mal im vierten statt im dritten Gang, was eben meist mehr Stabilität verspricht. Ihr könnt mal gerne testen, wie es dann ist, wenn ihr im achten Gang um eine langsame Kurve fahren wollt. Da ist das Ansprechverhalten des Fahrzeugs zwar nicht so gut, wie wenn ihr zum Beispiel im zweiten Gang seid, aber das Auto ist eben stabiler, wenn ihr in einem höheren Gang seid. So ist zumindest der Regelfall. Ebenfalls hat das Herunterschalten für eine Kurve einen Einfluss darauf, wie sich das Fahrzeug verhält. Schaltet man zum Beispiel schnell runter und versucht, die Drehzahl beim Runterschalten in die Höhe zu treiben, aktiviert sich auch die Motorbremse und in den allermeisten Spielen und auch in der Realität sorgt das für eine etwas stärkere Bremskraft. Das Auto lenkt auch in niedrigeren Gängen ebenso auch hier ein wenig stärker ein. Wenn man ein bisschen später runterschaltet, sorgt das dafür, dass das Auto beim Anbremsen eben mehr Stabilität hat. Und tatsächlich, wenn man sich die realen Formel-1-Fahrer betrachtet, dann fällt auf, dass jeder so ein bisschen seinen eigenen Herunterschaltrhythmus folgt. Es gibt manche, die vielleicht ganz rhythmisch runterschalten, so ein Pam, 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 Pam. Es gibt allerdings auch Leute, die vielleicht am Anfang oder zum Ende hin eine Pause beim Runterschalten machen. Also bei denen, die am Anfang eine Pause machen, klingt es dann eher so nach Pam, 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 Pam. Und die Leute, die halt zum Beispiel spät eine Pause machen, da klingt es vielleicht nach Pam, 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 Pam. Irgendwie so in der Art. So, ist jetzt ein lustiger Ausschnitt, hat vielleicht auch ein bisschen Meme-Potenzial. Aber hey, sowas gibt es tatsächlich auch. Achtet da mal sehr, sehr gerne drauf. Und ihr könnt eben auch ein wenig, wenn ihr euch in der Kurve unsicher fühlt, Stabilität reinbringen, indem ihr halt eben etwas später die Gänge runterschaltet. So viel dazu, was auf der Strecke passiert, aber vielleicht noch ein kleines übergeordnetes Argument, warum manuelles Schalten wichtig ist und warum man es tendenziell sehr früh erlernen sollte. Wenn man nämlich zum Beispiel lernt, ohne Traktionskontrolle und ABS in F1 zu fahren, dann ist das Wissen, das du nicht unbedingt auf andere Spiele übertragen kannst. Teilweise fühlen sich die Autos nämlich ganz anders an.
auch ohne diese Fahrhilfen. Und teilweise ist es halt so, dass Autos mit diesen Fahrhilfen, also mit Traktionskontrollen und ABS im Hinterkopf konzipiert wurden. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel in der Assetto Corsa Competizione mit einem GT3 Auto fährst, dass du dann eher weniger ohne Traktionskontrolle und ohne ABS fahren wirst. Und dementsprechend bringt dir dieses Wissen dort relativ wenig. Manuelle Schalten hingegen gibt es bei eigentlich nahezu jedem Fahrzeug bis auf Elektroautos. Und dementsprechend kann eben manuelle Schalten sehr, sehr gut übertragen werden auf nahezu jede andere Rennklasse. Dabei gilt natürlich, dass man von unterschiedlichen Gängen ausgehen muss. In der Formel 1 hat man 8 Gänge, während man in anderen Rennfahrzeugen 7 oder vielleicht nur 6 Gänge hat. Und dementsprechend muss man sich da so ein ganz kleines bisschen drauf anpassen. Das ist allerdings etwas, was in der Muscle Memory irgendwann so ein bisschen drin sein dürfte. Und das ist jetzt ein Part, wo es um das Training geht. Ich kann mir vorstellen, dass es auf dem Controller noch schwieriger umzusetzen ist als auf dem Lenkrad. Nichtsdestotrotz ist das Herangehen an das manuelle Schalten bei beiden Fällen dasselbe, nämlich dass man versucht, dass man sich da eben ein bisschen annähert und irgendwann das Schalten zu etwas Automatisiertem macht. Und das ist eben diese angesprochene Muscle Memory, dass du irgendwann quasi im Kopf bzw. in den Fingern hast, wann du eben wie oft hoch oder runter zu schalten hast. Um euch den Einstieg hierzu möglichst zu erleichtern, würde ich euch empfehlen, dann trotzdem nochmal mit dem Automatikgetriebe 2-3 Runden auf einer Strecke zu drehen und euch dann entsprechend anzuschauen, in welchem Gang ihr dort unterwegs seid und ob das ein ziemlich sicherer Gang ist, wo ihr sagt, okay, der ist gesetzt und da ändert sich vermutlich nichts mehr dran. Da kann ich nicht rumspielen mit, ich fahre in einem Gang höher oder in einem Gang niedriger noch durch, um da vielleicht so ein bisschen was zu optimieren. Und dann könnt ihr euch eben auch mal dran setzen und versuchen, mit dem manuellen Getriebe das erstmal nachzufahren, was ihr mit dem Automatikgetriebe vorgelegt habt. Wenn ihr dann irgendwann so sicher seid bei dem manuellen Schalten, dass ihr sagt, okay, nun wage ich mal so ein paar Experimente und versuche in einer Kurve, in der ich zuvor im vierten Gang durchgefahren bin, jetzt mal im dritten Gang durchzufahren, weil die Drehzahl dort schon ziemlich niedrig war, dann könnt ihr das dann irgendwann auch mal machen. Aber erstmal würde ich sagen, schaut euch an, was ihr mit dem Automatikgetriebe macht und probiert das mit dem manuellen Getriebe erstmal nachzufahren. Ihr könnt natürlich auch schauen, wie Leute unterwegs sind, die eben schon länger mit manuellem Getriebe fahren. Wenn ihr euch zum Beispiel dann meine F1-Runden anschaut, habt ihr vielleicht schon einen kleinen Benchmark. Wenn ihr es noch ein bisschen optimaler haben wollt, könnt ihr euch auch die ganzen F1-E-Sportler anschauen, die auf Twitch oder YouTube streamen. Marcel Kiefer kann ich euch da wärmstens empfehlen. Und wenn ihr da eben so einen guten Referenzpunkt habt, wo ihr halt irgendwann hingehen könnt, dann könnt ihr natürlich auch versuchen, deren Gänge nachzufahren. Und da, wo ihr halt merkt, ey, zum Beispiel beim Anbremsen und beim Runterschalten, da bricht mein Auto aus, wenn ich genauso runterschalte wie Marcel, dann könnt ihr da halt eben ein bisschen vorsichtiger rangehen und ein bisschen höhere Gänge für den Anfang nutzen. Eine Sache, die ich euch definitiv auch empfehlen würde, wäre, nach Gehör zu schalten. Natürlich kann es euch insbesondere am Anfang noch stärker weiterhelfen, wenn ihr dann wirklich auf die Drehzahl guckt und dann versucht, dort optimal zu schalten. Aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr das macht, dass ihr das nur kurz mal im Training macht, um auch so ein bisschen ein Gehör dafür zu bekommen, wann ihr hochschalten solltet. Im Rennen würde ich euch dann empfehlen, dass ihr nach Gehör hochschaltet. Damit habt ihr eben ein sehr gesteigertes Potenzial dazu, darauf zu achten, was um euch herum passiert auf der Strecke. Und wenn ihr zum Beispiel in einer schnellen Kurve seid und hochschalten wollt, dann könnt ihr das eben sehr viel routinierter machen, statt dass ihr mitten in der Kurve auf irgendetwas anderes achtet. Insbesondere in F1 2021 kann das ja fatal enden mit der aktuellen Fahrphysik. Die wird ja bald hoffentlich geupdatet. Aber das kann halt eben, wie gesagt, ein bisschen unangenehm werden. Und damit ihr halt eben euren gesamten Fokus auf das Fahren haben könnt, würde ich euch empfehlen, nach Gehör zu schalten. Denn damit kann man eben sehr viel routinierter schalten. Auch wenn es vielleicht vereinzelt mal nicht so 100% optimal ist, sondern ihr mal 100 Umdrehungen die Minute plus minus Versatz habt, wie ihr dann halt eben hochschaltet. Also dass ihr mal ein bisschen vom Optimum abweicht, aber das ist nicht ganz so schlimm, würde ich sagen. Die Aufmerksamkeitsspanne ist da halt eben wichtiger. Und damit, ihr Lieben, haben wir uns das Thema manuelle Schalten etwas genauer angeschaut. Ich hoffe, dass euch dieses Video gut weiterhelfen konnte. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben, da gerne ein Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten. Bis demnächst, ihr Lieben. Haut rein!